Ja, willkommen zu einem neuen Review. Heute teste ich für euch den Fumari Black Sherry. Den habe ich gekauft für 14,90 €. Damit ist er ein wenig billiger als der deutsche Starbucks. Und ja, die OVP gefällt mir persönlich auch schon sehr gut. Hier unten kann man den Tabak schon erkennen. So, der Schnitt. Ich hoffe, ihr erkennt das jetzt gut hier. Der Schnitt ist auf jeden Fall sehr fein. Es waren so gut wie überhaupt gar keine Ästchen dabei und wenn nur ganz kleine und auch sehr feucht. Ja, er riecht wunderbar nach einer säuerlichen Kirsche. Also der Geruch gefällt mir persönlich sehr gut, weil ich auch Kirsche sehr gerne mag. Ich rauche mit dem Sapphire Funnel 2 Lagen Alufolie, 3 Kokobrikus und Atomlochen. Ja, geschmacklich ist er genauso wie der Geruch, also gefällt mir sehr gut nach einer sauren Kirsche. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht zum Geruch sagen. Also der ist klasse, für jeden, der Kirsche sehr gerne mag, kann ich den Tabak nur empfehlen. Und ja, ich komme zum Fazit. Ich gebe den Tabak 9,5 von 10 Punkten. Ein wirklich toller Schnitt, sehr fein und auch sehr feucht. Geschmacklich überzeugt er mich auch und Geruch hat mir auch sehr gut gefallen. Also auf jeden Fall empfehlenswert ist der Tabak. Und ja, dann war es das eigentlich mit dem Review. Kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten.